Herzlich willkommen zurück zur Stoic Challenge Dark Souls 3 gegen Absurdität und Fatalismus mit Schwert und Schild und einer Hand, die Feuer wirft und einem Stäbchen, das Zaubersprüche schickt. So wie auch im wirklichen Leben. Genauso werden wir mit diesen Dingen ja auch sonst fertig. Hier sind wir an diesem Bonfire unterhalb von Irithyll, das wir vor 2 Folgen entdeckt haben. Und jetzt gehen wir mal gucken, was hier so geboten ist. Weil in der letzten Folge haben wir uns ja am anderen Ende der ganzen Kette hier eine ziemlich blutige Nase geholt. Bei Aldrich, der im mysteriös aufgetauchten Anor Londo im selben Raum wie damals Smaug und Ornstein. Was haben wir gedacht? Typischer Dark Souls-Trick, man soll diesen Leuten hinterherlaufen und dann wird man von hinten angefallen. Aber nicht mit mir, Freundchen. Wir haben jetzt so eine Art Netzwerk aufgebaut aus verschiedenen Themen, die alle so ein bisschen auch umeinander kreisen. Frustration, Simulation und Spiel. Als Prinzip das Absurde aus Sisyphos, das stoische Prinzip, der Fatalismus, also die Akzeptanz, vielleicht auch die Akzeptanz dieser Absurdität von das bei Camus geht. Licht hier. Scheint aber sonst geplant zu sein. Außer das sind so schöne Wände, sind es aber nicht. Ja, das sind alles ja sehr verwandte Begriffe und Themen und Themenfelder. Und letztlich geht es alles darum, dass, wie ich schon mehrfach gesagt habe, die grundlegende Wahrheit bei dem Ganzen natürlich ist, dass die Welt uns feindlich gegenübersteht und dass auch am Ende uns der Teufel holt. Es ist ja vor 2, 3 Jahren, vielleicht auch ein bisschen mehr, wurde ja diese sehr gute Serie True Detective sehr berühmt, die auf einem Buch basiert, eines Philosophen, das die Verschwörung gegen die menschliche Rasse heißt. Und das, was Lovecraft literarisch erfunden hat, nämlich den Cosmic Horror, dieses Gefühl, dass die Welt, das Universum, ich nicht beim Reden runterfalle, das ist ein seltsames Ende. Was das soll, ist mir im Moment noch nicht so ganz klar. Vielleicht sehen wir das gleich von unten, was das soll. Die Welt ist uns feindlich gegenüber, steht uns feindlich gegenüber. Das ist ja bei all diesen Dingen so ein bisschen das Prinzip und das ist auch bei diesem Spiel das Designprinzip. Deswegen habe ich ja auch für dieses Experiment, um zu sehen, ob ich mich dazu erziehen kann, weniger frustrationsanfällig, schon wieder ein Bonfire, weniger frustrationsanfällig zu sein, dieses Spiel ausgesucht, weil das diese Welterfahrung und diese Grundhaltung, dass die Mechanismen des Kosmos feindlich sind, ganz gut einfängt. Und natürlich auch, weil es diese Erfahrung ganz gut einfängt, dass man sich noch so sehr bemühen kann und dass alles andere als garantiert ist, dass man nicht verliert. Egal wie sehr man sich bemüht. Ist passiert? Ist kaputt gegangen. Naja, da drüben ist ein Objekt. Was das? Sind Leute aufgewacht von diesem Geschrei? Vielleicht war es auch nur ein Jumpscare, vielleicht sollte man nur ein bisschen erschrecken. Die jetzt auf und die anderen nicht. Man soll nicht so viel fragen.
blöde Frage, weil die andere ist ja abgeschlossen. Dann können wir ja nicht aufgehen. Gut, also hier schmaddert es. Die Frage am Ende ist, was machen wir mit dieser Erkenntnis? Und wie gesagt, Camus' Antwort war, diese Erkenntnis von der Feindseligkeit und der Absurdität des Daseins. Ja, das war lustig. Muss uns eigentlich erheitern bzw. froh machen. Was ist los? Muss uns eigentlich froh machen, denn das bedeutet ja, es gibt gar kein, das hohe Ziel, das wir sonst haben könnten, das gibt es gar nicht. Und das ist ein Fehlschluss zu denken, dann ist alles egal. Oder dann ist alles deprimierend, sondern der richtige Schluss ist zu sagen, wenn das so ist, dann können wir das, was passiert, einfach so annehmen, wie es ist und so genießen, wie es ist und uns so dran freuen, wie es ist. Und wie gesagt, ich habe hier bei diesem Experiment, so sehr das manchmal schief geht, schon auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass diese Beglückung bei besonders absurden Anfeindungen und Angriffen sich tatsächlich einstellt. So, jetzt muss man ein bisschen gucken, ich hatte meine Seelen wieder. Aber möglichst ohne. Da bei anderen Leuten. Ja, hier sind überall diese mit dem Brandeisen. Ja, vielleicht muss ich einfach da, wo der mich vorhin runtergeworfen hat, auch wieder runterspringen. Dann. Huch. Ja. Ja, war auch wieder ausgedehnt. Je weiter ich mich jetzt hier bewege, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ich meine. So, wieder bekomme ich, glaube, das hilft nicht. Plumps. Hier war es irgendwo, aber wo? Das hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen. Vor allem nicht das! Ah, nein, 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 nein! Ich weigere mich! Wozu habe ich denn ein Schild? Das ist doch ein Misthaufen Sondergleichen. Die sehen genauso aus wie die auf diesem Friedhof, aber offensichtlich sind die viel robuster, weil. Gut, wieder alles weg. Das ist jetzt auch eine ganz interessante Beobachtung, dass das nicht reicht, um Freude auszulösen. Einfach nur Rückschläge. Die müssen offensichtlich besonders schlimme Rückschläge sein. Wirft richtig was ab, also das Spiel ist sich auch bewusst, dass das ungerecht ist, was hier abläuft. Immerhin, da fühlt man sich ja auch wahrgenommen als Spieler. Wenn man nicht einfach nur gequält wird, sondern demonstriert bekommt, dass man mit Absicht gequält wird. Hm.
ist denn das für eine... für ein Unfug? Aber das erklärt immerhin, warum ich das vorher nicht gesehen habe. Die sehen aber wirklich genauso aus wie die auf dem Friedhof. Und wie konnten das? Naja, weiß ich nicht. Vielleicht konnten sie es auch. Ich hab's noch nicht gemacht. Das ist jetzt wieder umgehauen, ne? Ja, komm, komm, komm! Was ist doch? Schon wieder. Klapper, klapper, rumpel, rumpel. So. So, jetzt dürfte dann auch der Bloodlust gerne mal aufhören. Fände ich gar nicht schlimm. Was passiert denn jetzt? Was? Was ist das denn? What the hell? Okay, jetzt habe ich jede Menge Essensflaschen verschlammt, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was gerade passiert ist. Das ist auch immer mal wieder ein echter Nachteil von Dark Souls Spielen, dass sie sowas einfach machen und... der das? Ich weiß noch nicht mal... Naja, offensichtlich. Was ist das denn für eine Scheiße? Lieber Gott. Okay, das ist, offensichtlich bin ich an der Stelle angekommen, die im ersten Spiel Ornstein und Smough war, nämlich die Stelle, wo das Spiel aufhört, Spaß, also nicht aufhört, Spaß zu machen, sondern aufhört, oder wo das Spiel anfängt, es ernst zu machen. So, so würde ich sagen. Okay, das können die offensichtlich alle. Eine sehr unangenehme Eigenschaft, muss ich sagen. Immerhin hat der mich jetzt nicht runtergeschmissen. Wenn auch nicht durch meinen Verdienst. Reiner Zufall. Hat mich getroffen, der war zu blöd. Auf mit dem Scheiß. Puh. Auch lustig, dass ich das beim ersten Mal hier durchrennen gar nicht gemerkt habe. So it goes. So, wenn meine Orientierung mich nicht trügt, müsste hier irgendwo diese Treppe... was ist das hier? Die Treppe runtergehen. Sie trügt mich nicht. Wir müssten da gar nicht meine Seelen irgendwo auch liegen. Tun sie aber nicht. Was hat das zu bedeuten? Ja.
langsam. Aber seltsam, dass ich vorhin mit dem Schwert unfassbar lang gebraucht habe, bis das Vieh tot war. Ah, schon wieder leer. Super. Falschen Raum? I don't understand. Ah, da draußen vielleicht. Da liegt irgendwas grün. Rauskommen von innen. Das Gitter ist ja auch an meiner Gangseite. Ich tue aber so, als hätte ich das nicht gesehen. Okay. Das ist ja ähnlich. Aber das war auch völlig unnötig, weil ich hatte hier schon alles. Immerhin habe ich meine Seelen wieder. So, wenn ich den Überblick jetzt nicht komplett verloren habe. Der einzige Punkt, an dem es weitergeht, ist diese Brücke nach da drüben. Wieder einer von diesen ekligen Brandeisentypen ist, die diesen merkwürdigen Zauberspruch in sich werfen. Am Ende eines langen Ganges platziert. Würde ich auch so machen an seiner Stelle. Wenn ich so ein Brandeisen hätte. I protest. Quagmire ist ein Sumpf, in dem man stecken bleibt. Er hört sich super an. Vor allem, weil das jetzt auch schon wieder gar nicht ganz leicht zu erreichen ist, die Stelle, an der wir da sind. Nein, ein Shortcut. Jolly good. Das ist eine Treppe. Moment. Hä? Nee, das ist nur architektonisch derselbe Raum. Gut.
Was? Wo kommt ihr denn her? Also. Das ist ja billige Tricks. Sehr, sehr billige Tricks. Wie das Leben selber. Plötzlich stehen drei Leute mit glühenden Eisen. So. Jetzt wie immer. Neue Anreise zur Stelle, an der man auf die Nase kriegt. Super schnell, sobald das Licht von denen rot wird. Wird die Health Bar abgebaut. Unschön. Nasty. Aber da die Tür ja hier offen ist. Ist das alles gar nicht so ganz schlimm. Okay, wenn der jetzt hier. Da steht er ja, da ist nur. Ich habe nicht aufgepasst. Shit. Das war pures Glück, glaube ich. In der kurzen Zeit haben sie mir die halbe Health weggemacht. Was ist das denn für eine Gestalt? Tja. Orientierung zurückgewinnen. Da oben ist die Brücke, über die wir gekommen sind. Ich glaube, es ist da oben. Da können wir vielleicht auch noch rum. Müssen wir vielleicht sogar, weil das ist bestimmt wieder eine Tür. Da habe ich es mir nicht gedacht. Da ist eine Titanite-Wanze, die mich vermutlich in irgendeine Scheiße reinlocken will. Ausgang. Beziehungsweise Eingang in eine Höhle. Das riecht nach Bonfire. Ui, das war hübsch. Das ist aber hübsch. Was mag das wohl sein? Ich sehe aber kein Bonfire. Dankeschön. Dankeschön, liebe Nachricht. Sehr hilfreich. Na, auch sehr hilfreich. Naja, nicht so schlimm. Nicht so
viel Schaden. Gegner. Aber kein neues Areal und kein Bonfire. Was geht hier vor? Nein! Oh, diese scheiß Mimics! Die nerven deutlich mehr als im ersten Teil. Allein mit diesem Angriff, der quasi meine ganze Health Bar auf einmal auffrisst. Ich verstehe nicht, was der Punkt ist. Ich glaube auch gar nicht, dass ich den blocken kann, den Angriff. Ich kann nur einfach nicht in der Nähe stehen, wenn er den ausführt. Nein, 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 nein! So eine Scheiße! Warum bin ich denn so langsam jetzt? Was ist denn jetzt los? Jesus Maria. Zeit vielleicht mal wieder ein bisschen über die philosophischeren Aspekte des Ganzen zu sprechen. Denn das ist ja, jetzt werden wir wieder in die Richtung gepusht, oder jetzt werde ich wieder in die Richtung gepusht, um die es hier eigentlich geht. Den Frust, das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Das hatte ich ja in der vorigen Folge mal gesagt, auch mit diesem Einstein-Zitat. Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, aber ungerecht behandelt zu werden, ist immer wieder das Gleiche zu tun und es gibt einen verschiedenen Ausgang und das ist aber natürlich exakt, was eine stochastische Wirklichkeit die ganze Zeit mit uns macht, weil... Weil ja nie, wenn wir dasselbe tun in unserem Leben, das Ergebnis auch dasselbe sein wird. Sondern manchmal sind wir dann erfolgreich und manchmal werden uns Sachen weggenommen. So ist das eben. Und vor allem erfolgreiche Menschen möchten gern glauben, dass das alles ihr Verdienst und ihre Fähigkeit und ihre Kompetenz und ihr Durchblick ist. Aber... okay, das ist nur eine Abkürzung. Okay, da unten ist die Tür, die nur von der anderen Seite aufgeht. Ich dachte, mal vielleicht von oben. Ah. Was ist das wieder für ein Schweinkram? Lysseline. Es gab ja ein paar geschlossene Türen. Probieren wir mal, ob das passt. Bedauerlich. Aufpassen, weil da sind diese drei Dungeon Master drin. Okay.
Nachbarzelle jetzt aufschließen. Jetzt noch nicht. Ja, es gibt ja noch mehrere Stockwerke drunter. Gut. Oh Gott, ist das schon wieder riesig. Also man kann nicht meckern, dass man hier wenig geboten kriegt in diesem Spiel. Es ist wirklich alles ausufernd, riesig und umfangreich. Das ist ja jetzt schon wieder. So. Der schießt schon wieder da unten. Was? Sehr schön, wenn es hier irgendwann ein Bonfire gäbe. Hätte ich gar nichts gegen. Ich möchte das nicht. Bonfire. Ich finde, es wäre an der Zeit für ein fucking Bonfire. Auch damit ich diese Folge beenden kann. Springen, das möchte ich auch nicht. Wenn man da runter springt, landet man da oben und dann muss man hin. Der Titan Advance weg. Es muss jetzt mal ein Bonfire kommen. Das kann er wieder. Noch drei. TikTok. Alles eine große Einbahnstraße. Nein, 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 nein. Auf. Jeez.
Ah, so Leiter. Das Interessante natürlich ist, dass wer immer davor, wenn die Leiter raufgestiegen ist, jetzt hier gestorben ist. Woran? Was sollen wir überhaupt hier oben? Basilisken auch noch. Ich hab's bestimmt übersehen. Das ist jetzt schon wieder zu weit. Das kann irgendwie nicht sein. Schon schnattern. Riskieren mit einem Estus. Ich weiß sowieso nicht, was mache ich denn jetzt? In der Situation bin ich selten. Eine mit Tod geschlagen, von der ich gar nicht wusste, dass sie da ist. So ist recht. Ein Kuhfladen. Bonfire! Bonfire! Also feststellt, ich habe nur 7000 Seelen, deswegen ist es nicht gar so schlimm, aber wenn ich jetzt hier sterbe, sind die Seelen... Hilfe. Sind die Seelen definitiv futsch. Um Gottes Willen. 4? Oder wegen 4. 6. Fragezeichen? Shit. Hier könnte sein. Vielleicht. Daher. Required ahead. I don't understand.
Ich möchte ein Bonfire, damit ich diese Folge beenden kann, bitte. Shortcut. Shortcut ist fast so gut wie ein Bonfire. Obwohl, weil ich ja von hier gekommen bin, ist hier auch tatsächlich keiner mehr. Der Shortcut genauso gut wie im Bonfire. Scheiße, diese Bonfire, wenn ich runtergesprungen bin. Kacke. Schlecht. Ja. Okay. Blade. All diese Sachen, die ich nicht benutzen kann. Bisschen schade. So. Gesture required. Alles ein bisschen fruchtlos. Zum Bonfire zurück ist versperrt und weil da gerade ein Shortcut war, ist wahrscheinlich auch kein Bonfire hier in der Nähe, sonst bräuchten wir den Shortcut nicht. Und damit die Folge hier ein Ende haben kann, Homewood Bone. Das war eine etwas mühsame und langsame Folge, auch nicht viel Inhalt. Ich glaube, die Lehre, die ich daraus ziehe, ist, nicht zwei an einem Tag machen. Sonst bin ich leer gequatscht. Wir werden sehen, wie es hier weitergeht. Ich sehe bislang noch nicht, worauf das rausläuft. Aldridge ist nicht zu schaffen am anderen Ende, bevor wir nicht ein bisschen stärker und vielleicht auch ein bisschen mehr Leben haben. Ich weiß nicht genau, was man gegen Aldridge braucht. Ich bin ja gar nicht an ihn rangekommen. Vielleicht muss ich auch auf Magie umrüsten.
Wir werden sehen. Das war jedenfalls diese Folge. Wiedersehen beim nächsten Mal. Tschüss.